Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 2013. Wir haben gerade hier die Ladung Gerst abgeladen. So, dann will ich mal wieder zurückfahren. Jetzt haben wir schon wieder 45.000. Ist natürlich nicht wenig. Man kann fast über die ganze Karte gucken irgendwie. Oder zumindest über diesen Teilbereich der Karte kann man komplett drüber sehen. Auch schon wieder 2,5 Stunden, also 2,2 Stunden, 2,5 Stunden, wie komme ich jetzt auf 2,5 Stunden? Hat der Büro auf jeden Fall schon wieder runter. Ist gar nicht mal so wenig, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Wie sieht es eigentlich aus mit diesem Feld hier? Wobei, nee, das möchte ich eigentlich nicht. Wenn nämlich ich das, was da jetzt noch hinter unserem ist, dass da dieses mehr oder weniger längliche, diese Nummer 15, da haben wir uns ja auch schon mal nach dem Preis ja mehr oder minder erkundigt. Natürlich Feld Nummer 3. So blöd und abwegig ist die Idee jetzt nun mal gar nicht, aber ja, was soll ich dazu sagen jetzt? Das ist wirklich, wirklich weit weg und den Drescher mal hin und her zu fahren, das macht nun mal gar keinen Sinn. Also für uns erstmal nicht rentabel und wahrscheinlich auch gar nicht, ist gar nicht uns zu, also können wir uns nicht leisten, beziehungsweise könnten wir wahrscheinlich schon. Wobei wiederum wahrscheinlich auch nicht, weil wir dann kein Geld mehr hätten, mit dem wir zum Beispiel dann irgendwas anderes noch kaufen könnten. Ja, lohnt sich das jetzt noch wegzufahren? Boah. Kann man ruhig mal machen. Und langsam wird es auch nicht da unterwegs, dass es da irgendwie Probleme geben sollte. So, bist du denn überhaupt noch am Arbeiten jetzt hier, Herr Fendt? Nee, schon wieder nicht. Was hat der denn für ein Problem? Er hat doch irgendein Problem jetzt. Verstehe es nicht. Er hat ja auch die Reifen eingeschlagen. Der Helfer entlassen, ist klar. Der hier für ein Problem, dass er weiterarbeitet. Oder beziehungsweise nicht weiterarbeitet, besser gesagt. So, jetzt hier. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Na gut. Kann ich nicht so weit. Kann ich nichts dran tun. Tücken tun. Marshallstrailer.co.uk. Ja, das habe ich mir übrigens mal angeguckt, die Seite. Da kann man auch nochmal alles nachlesen, was hier diese, vor allem die Ingame-Trailer angeht. Ich finde den ja immer noch schön. Ich weiß auch nicht. Und ich finde auch den Ballen-Trailer richtig cool. Das Güllefass ist mir persönlich zu klein. Und der Miststreuer auch. Da würde ich dann den von Bergmann, den größten, mit den zwei Achsen bevorzugen. Ja. Aber so die anderen beiden Trailer, ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall. Vor allem, weil es viel komfortabler ist, meiner Meinung nach, mit den Ballen und allem. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie finde ich das. So, jetzt hier zum Diner. Ich denke mal, wir haben jetzt auch nicht länger als 2 Minuten damit verbracht, das hier abzukippen. Ich denke mal, für die Fahrt, Rückfahrt, plus abkippen 3 Minuten oder höchstens. Das dürfte dann soweit noch passen. So, jetzt hier einmal, bitte einmal abladen. Dann sind wir jetzt auch schon fast wieder bei 50.000 Euro. Überlege 50.000, da kann man soweit jetzt nichts verkaufen. Aber jetzt stelle ich mal vor, wir würden jetzt rein theoretisch, jetzt kann ich mal nachgucken, wie viel wir drin haben. 130 Tonnen haben wir drin an Weizen. Jetzt überlegt euch mal, wie wir da eine Nachfrage kriegen. Das wäre mal praktisch. Wenn wir so 2.000, oh, da können wir uns ordentlich was kaufen. Jetzt müsste ich nachschauen, ob wir uns davon schon den Drescher holen könnten, den größten, den können wir uns nicht leisten. Aber diesen Actual Flow 7130, den können wir uns auf jeden Fall leisten, weil den hatte ich auch eigentlich, also auf den habe ich es eigentlich abgesehen. Weil den relativ wenige Let's Player bzw. YouTuber benutzen. Und, dass man da auch mal so ein bisschen variiert und das mal zeigen kann, wie der auch aussieht, weil der wird ja oftmals vernachlässigt, weil sich dann die meisten einfach nur den größten kaufen. Und, ja, deshalb wollte ich mal zeigen. Aber jetzt fahren wir erstmal den weg. Ich habe noch überlegt, soll ich mir einen größeren Hänger kaufen, weil das nun mal jetzt auch ein bisschen, ja, relativ lange, sage ich jetzt mal, dauert.
mit diesem hier alles abzufahren. Aber ich habe mich dann letzten Endes doch wieder dafür entschieden. Wir fahren jetzt erstmal noch ein bisschen was mit dem hier ab. Und dann, also das ist jetzt auch nicht so viel, was wir im Silo haben. Natürlich sollte eine Weizennachfrage kommen, werde ich natürlich da, denke ich, dann auch auf den Hänger zurückgreifen. Auf einen großen oder größeren, Version, ja. Das ist natürlich immer noch ein Verhältnis, was ist für einen großen, was ist halt normal. So. Dann hole ich jetzt mal den Düngerstreuer, beziehungsweise die Spritze. So. Ja, Spritze ist es nicht, ist schon Streuer, habe ich schon, ist schon soweit richtig. Und Flüssigdinger ist es ja dann gar nicht. Flüssigdinger, Dünger, nicht Dinger, bin ich behindert. Benötigen ja nur die Spritzen. Und davon auch nicht gerade wenig. So. Ich habe es noch nicht gemacht, dass ich hier was reingefüllt habe. Ich habe es mit den Bags wohl schon mal gemacht, also mit den Säcken. Heute auf der Two Rivers habe ich das mal ausprobiert. Also, die Map ist Two Rivers Map. Ihr habt übrigens gerade noch im Hintergrund die Folge hoch. Also die, die ihr morgen seht. Die Folge 18 dürfte das sein. Jetzt überlegt euch mal. Heute ist der 14. meine ich. Der 14. Ich kann da mal einmal nachschauen. Habe ich ja das hier. Warte. Wartet. Kleinen Moment. So. Ja, klappt dich auf. Hallo, Hülle. Wir haben heute... Ich mach mal das WLAN hier aus. Den 14. Januar 8:30. Im Moment. Momentan. Und... Ich muss ganz ehrlich sagen... Ihr seht die Folge richtig spät. Es ist überall mal nicht über eine Woche. Verzögerung dürfte das sein. Ja, geht nicht. Dann müssen wir das gleich eben machen. Weil natürlich voll ist. Da habe ich jetzt gerade gar nicht drauf geachtet, ey. Na gut, dann fahren wir jetzt erstmal einmal. Der hört immer auf zu arbeiten am Ende der Reihe. Was hat der denn für ein Problem? Durch das an, der ist ja nicht so, als würde der nicht würde der nicht weggehen, der Helfer, der fährt ja weiter beziehungsweise ist da drin, aber kriegt irgendwie nicht hin zu wenden. Oder habe ich irgendwie ja Vorgewende ist ja eigentlich nicht Spurreißer, Saathelfer Tools hat. Oh, das war jetzt nicht so schlau. Jetzt habe ich da ein Stück Gras gesät. Und ich hoffe, der Rest war Weizen. Richtig schlau. Sollen sonst noch Helfer entlassen? So, jetzt hebt er die an. Jetzt stoppt er aus irgendeinem Grund. Warum stoppt er hier? Ich habe auch mal nicht. Hier habe ich nämlich gar nicht mehr drin in dem Mod. Hier den Curse Play Mod. Hm. Ich verstehe es nicht. Hier seht ihr das? Das ist. Ganz merkwürdig. Verstehe das nicht. Da kann ich ja fast das ganze Feld alleine machen. Ist ja blöde. Übrigens drücke ich gerade aufs Pedal. Obwohl, nee, tue ich gar nicht. Dachte schon. Hätte mich jetzt gewundert, hätte ich das so perfekt dosieren können. Oh, ey. Kann ewig dauern. Und vor allem ist das Ding so schnell, Alter. Aber wieso geht das denn mit dem Helfer nicht? Ist doch sonst nichts, oder? Und wieso biegt der immer nach rechts ab? Ist der behindert? Und das jetzt wegstelle. Dann wird er vermutlich... Ach, der macht sich selbstständig. Das ist ja dann auch gut. Natürlich sehr von Vorteil ist. Wie das aussieht. Ja, ich mache mich selbstständig. Jo.
Ja, das ist natürlich logisch, dass das Ding einfach weiter sieht. Mann, was ist das denn? Ist das irgendwie blöde? Ich muss mir das Ding da wieder dran machen. Komm jetzt her. Ich habe sowas von keine Ahnung, warum das nicht funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich wüsste es gerne. Oder wenn es ein Mod ist, den ich installiert habe, aber naja. Das bezweifle ich. Wenn ich jetzt hier einen Helfer einstelle, bringt mir ja im Prinzip gar nichts. Der wird jetzt wieder die Bank, also die eine Reihe machen. Und dann hätte sich das Ganze wieder. So, jetzt wollte ich erstmal Dünger streuen. So. Geschwindigkeitsstufe 2. B und raus. Na gut. Dann werde ich mal, was ein bisschen vom Rand mitgedüngt wird, fahren. Und wenigstens das ganze Feld mitnehmen. Und jetzt dürfte er wieder anhalten, oder? Jetzt fährt er wieder nicht weiter. Jetzt geht's auf einmal. Ja, vielleicht muss ich das wirklich einmal abkuppeln. Ja, wenn es daran gelegen hat, dann ist ja gut. Ja, dann werde ich mal zusehen, wie sich das jetzt entwickelt. Über die anderen Bahnen auch noch. Aber dann soweit, ja. Wenn es dann wieder klappt, ist doch gut. Da wollen wir gleich mal drauf achten, wie sich das Ganze entwickelt. Ich mach das mal runter. Ich weiß auch, das sieht irgendwie realistischer aus. So, jetzt ist er gleich am Ende der Bahn. Ich muss auch zusehen, dass ich meine Bahn nicht verfehle. Dass ich was auslasse oder größtenteils irgendwas noch grob fahrlässig zu viel aufbringen. Ja, macht er. Jetzt fährt er weiter. Den einen Streifen muss ich aber gleich trotzdem noch machen und später muss ich auch über den Streifen mit dem Rasen nochmal drüber gehen. Nein, jetzt habe ich auf V statt B gedrückt, ey. Dämlich. So. Wenn er mich mit H schreibt, ist dämlich. Aber na gut. Das ärgert mich ja jetzt irgendwie schon. Moment mal, wird das jetzt überhaupt angezeigt, dass hier verschiedene Fruchtsorten drin sind? Nö, wird gar nicht angezeigt. Auf jeden Fall ist da Gras. Das ist nicht zu übersehen. Ich habe auch schon mal überlegt, ob man nicht im späteren Spielverlauf einfach hier Rasen macht. Oder mit dem Big M oder sowas mäht. So blöd und abwegig wäre das gar nicht. Oder man macht hier halt Rüben oder sowas drauf. Weil die sind ja ertragreich. Kriegt man ja relativ viel pro geernteten Hektar oder Quadratmeter raus. Und wäre natürlich auch ein Vorteil, wenn man auch im kleinen Feld, denke ich mal, einiges an Profit rausholen könnte. Oder halt Kartoffeln mit dem Kartoffelernter, den ich da rausgesucht habe. Der Fortschritt irgendwas oder. Ja, Fortschritt oder. Ja, doch, Fortschritt. Aber die Leute mögen das nicht mal, nicht wenn ich mache. Also irgendwie so Pfeif-ähnliche Geräusche. Und den einen Dingens da, den fahren wir entweder manuell oder lassen wir es auch einen Helfer machen. Also jetzt den Streifen, den ich da ausgelassen habe. So, jetzt wollen wir das Ganze mit dem Paletten uns mal anschauen. Ja, wobei, das machen wir im nächsten Part. Ja, dieser hier heute etwas kürzer. 14 Minuten irgendwas, weil ich nehme jetzt mittlerweile alles am Stück auf. Ja, da kann ich immer nicht so genau sagen, über wie viele Minuten jetzt da genau sind. Aber ich sage, das war's für diesen Part. Schaut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!